Hi Leute, ihr wollt wissen, wie Sachsen Energie so funktioniert? Ich liefere euch die Fakten. Wir sind heute vor Ort bei der BEKO in Kliphausen. Hier bei der Bäcker- und Konditorengenossenschaft wurden zwei firmeneigene sowie eine öffentliche Ladesäule errichtet. Herr Dr. Linke, welche Erfahrungen konnte das Bäckerhandwerk denn bereits mit der E-Mobilität sammeln? Das Bäckerhandwerk verfügt über vielfältige Erfahrungen mit E-Mobilität. Bereits im Jahr 2018 haben wir beispielsweise den Bäckern die Möglichkeit gegeben, mal Lieferfahrzeuge zu testen. Dann haben wir im Jahr 2019 gesagt, okay, jetzt probieren wir es mit den Mitarbeitern. Und die Mitarbeiter hatten dann die Chance, auch mal Fahrzeuge, die uns die Sachsen Energie zur Verfügung gestellt hatte, getestet. Und das war ein recht positiver Test. Allerdings gab es noch ein paar Probleme mit der Ladeinfrastruktur. Und da haben wir gesagt, in der dritten Phase setzen wir jetzt selber ein Zeichen und bauen eigene Ladesäulen auf. Okay, bevor ihr fragt, eine Ladestation ist natürlich mehr als nur eine Steckdose für ein Elektromobil. Mehrere technische Komponenten wirken zusammen, um ein optimales Laden für die NutzerInnen zu ermöglichen. Allen voran der Netzanschluss, der den Strom aus dem Netz von Sachsen Energie bereitstellt. Diverse Mess- und Steuersysteme sorgen dann dafür, dass zum einen die Ladeleistung an das E-Fahrzeug angepasst und zum anderen korrekt abgerechnet werden kann. Sicherungs- und Schutzschalter prüfen permanent mögliche Überspannungen und Fehlerströme und sorgen so für ein sicheres Laden. Displays zeigen den Ladestatus an und dienen zur Kommunikation beim Ladevorgang und bei der Abrechnung. Bei der BEKO wurden mit Wechselstrom betriebene Ladesäulen installiert. Diese verfügen jeweils über zwei EU-genormte Typ 2 Ladestecker. Die öffentliche Ladesäule verfügt über zwei Typ 2 Ladesteckdosen. Und bevor diese Ladesäulen errichtet werden, müssen sie natürlich geplant und projektiert werden. Das übernehmen meine Sachsen Energie-Kollegen aus der E-Mobilität. Zuerst bearbeiten wir das glasfaserverstärkte Kunststoffgehäuse. Dort werden alle benötigten Ausschnitte gefräst und anschließend wird es zusammengebaut. Parallel erfolgt die Einrichtung der Montageplatte. Dort werden alle elektronischen Komponenten montiert, unter anderem auch das Lastmanagement vorgerüstet. Interessant wird der dritte Arbeitsschritt, dieser nennt sich Hochzeit. Dort finden Montageplatte und Ladestationsgehäuse zueinander und es werden die letzten finalen Montagetätigkeiten durchgeführt. Es werden zum Beispiel die Ladesteckdosen oder die Ladekabel eingebaut und am Ende der Hochzeit sieht die Ladestation dann schon so aus, wie der Verbraucher sie auf der Straße kennt. Die BEKO-Ladestationen wurden im April angeliefert und im Mai aufgebaut und sind nun in Betrieb. Nun stehen bereits drei Ladesäulen an Ihrem Standort. Warum gehen Sie jetzt die nächsten Schritte und was erwarten Sie sich davon? Wichtig ist für uns, dass wir im Prinzip einmal mit der Zeit gehen. Das heißt, es ist jetzt momentan das Thema Elektromobilität sicherlich ganz offen in der Diskussion, in der Bevölkerung. Aber es geht auch darum, einen gewissen Grad an Autarkie hinzubekommen, sodass wir demnächst auch damit beginnen, unsere Photovoltaikanlagen aufzubauen, versuchen, Strom aus regenerativen Energiequellen demzufolge zu bekommen. Und wir wollen natürlich auch versuchen, unserem Bäckerhandwerk das Thema CO2-Einsparung nahezubringen. Und auch dort sehen wir uns als Vorreiter und planen also die nächsten Schritte mit entsprechender Technologie. Ich denke, dass die E-Mobilität bei der BEKO eine Erfolgsgeschichte werden kann. In den letzten drei Jahren hat sich viel getan. Mal schauen, wie der Stand ist, wenn wir in ein paar Jahren wieder vorbeischauen. Und ihr wisst jetzt, was eine Ladestation ist und wie Sachsen Energie für eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur in Sachsen sorgt. Bis zum nächsten Mal.